Kapitäne. Neville Southall. Er macht sein 41. Länderspiel. Und Pierre Littbarski, der sein 63. macht. Bisher hat er 17 Tore geschossen in der Nationalmannschaft. Und er ist der Kapitän für Lothar Matthäus, den wir ja vorher gesehen haben, der leider aufgrund seiner schweren Verletzung nicht dabei sein kann. Den Walisern fehlt Kevin Radcliffe vom FC Everton, der Abwehrchef. Vielleicht auch da eine Chance für die deutsche Mannschaft, schneller zum Erfolg zu kommen. Und der Torjäger Ian Rush vom FC Liverpool hat auch gepasst. Man sagt, er habe wohl gekniffen heute wegen zu scharfer Kritik an ihm. Er und Mark Youth, die ja die großen Toremacher sind in der walisischen Mannschaft, normalerweise haben 17 Monate lang nicht getroffen. Und da gibt es natürlich Feuer, das ist klar. Und so hat also Ian Rush gesagt, ohne mich. Ich habe zwar eine Achillessehnenreizung, die nicht gar so schmerzhaft ist, aber ich bleibe mal zu Hause. Die Reservespieler für das Tor Raimund Aumann. Dann in der Abwehr hat Franz Beckenbauer Thomas Berthold zur Verfügung. Alois Reinhardt aus Leverkusen. Uwe Bein, der ja gegen Finnland eingewechselt wurde und sein fabelhaftes Spiel machte. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Geht los. Thomas Hessler ganz draußen wieder am rechten Flügel. Da soll er das Spiel machen, sein Spiel. Er ist ja nicht in allerbester Verfassung, aber vielleicht klappt es heute besser als vor ein paar Wochen gegen Finnland. Da musste Franz Beckenbauer ihn dann zur zweiten Halbzeit rausnehmen. Sein Lieblingsposten ist das da drüben nicht. Er kommt lieber ein bisschen durch die Mitte. Aber da ist viel Verkehr. Da sind Dorfner und Littbarski. Und Möller. Möller am Ball. Littbarski weit zurück. Klinsmann. Hoffner. Da ist er. Jawohl, Rudi Völler. Das hätte es schon sein können. Wiederholung. Sehr schön gemacht von Dorfner. Und frei zum Kopfball kommt er. Der Mittelstürmer vom AS Rom. Haben sich vorgenommen, die deutsche Mannschaft schon ganz früh zu stören. So sagte Trainer Terry Yorath, sind sie am besten zu packen. Wir werden sie im Mittelfeld bereits attackieren und gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Brehme, den sie gerade zum besten Spieler in Italien gewählt haben. Spielt für Inter Mailand, für diejenigen unter ihnen, die nicht so zu Hause sind im Fußball.
Klinsmann. Immer noch warm der Ball, jawohl, weiter. Bremel. Dorfner. Möller. Augenthaler wird wechseln. Buchwald. Hessler. Hessler, sehr schön gemacht. Da liegt der Ball. Und Rudi Völler war schon da. Neville Southall treibt sie raus aus seinem 16-Meter-Raum. Jetzt kommt wahrscheinlich einer dieser gewaltigen Abschläge, die manchmal bis zum gegnerischen 16-Meter-Raum fliegen. Also in der Tat viel Gedränge im Mittelfeld. Aber die deutsche Mannschaft hat ja ihre guten Szenen vor dem gegnerischen Tor. Das ist das einzig Richtige. Sofort Vollgas geben. Den Gegner festnageln, wenn es geht. Vor dem eigenen Tor. Nicht locker lassen. Neuer Ball. Andreas Bremel mit seinen weiten Einwürfen. Haben sich Augenthaler und Möller ein wenig behindert, aber das kommt vor im Eifer des Gefechts. Wiederholung. Vorsicht, Vorsicht, ja. Bei aller Offensive immer aufpassen. Dean Saunders, sehr guter Mann, schnell, dribbelstark. Boris Becker ist auch da, unser Tennis-Crack, ja, und der Hockeyspieler Stefan Blöcher und Jon Tiriak nicht zu vergessen, Bernd Trenhardt, der Bruder von Carlo, dem Hochspringer, der blonde Mann mit der roten Jacke.
Sikorski. Vorsichtig. Das war Allen, der dann mit gestrecktem Bein ankam. Dorfner. Vorsichtig, vorsichtig, dass es nicht gar so wild wird. Hält den Ball ziemlich lange, Southpaw. Unterbrochen noch, Spiel ist noch unterbrochen. Schon wieder Ball kaputt. Habe ich auch noch nicht erlebt. Zwei Bälle hintereinander für den Abfalleimer. Hat er nicht gepfiffen. Und die Chance für Wales. Das ist gefährlich und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Da waren Alan Fry und da war auch Maguire. Und der Fehler lag drüben ganz eindeutig bei Stefan Reuter. Und hier ist er, Malcolm Allen von Norwich City in seinem vierten Länderspiel. Nein, lieber Mann, das war ein dicker Bolzen drüben an der Außenlinie. Und Ilkner mit der Hand noch dran am Ball, aber das lässt sich ein ausgebuffter Stürmer nicht entgehen. Das ist ein Schlag. Mein lieber Scholli, es hat die deutsche Mannschaft so gut begonnen. Franz Beckenbauer restlos bedient, das kann man sich vorstellen. Viertelstunde gespielt, 1:0 für Wales. Und jetzt wird's ganz, ganz bitter. Jetzt wird es ganz, ganz hart. Denn das hatten sich die Waliser gewünscht. Das hatte sich Terry Yorath ausgedacht. Denn sie wollen nicht ungeschlagen, nicht ohne Sieg aus dieser Gruppe 4 der Weltmeisterschaftsqualifikation herausgehen. Noch hinter die Finnen, das wollten sie einfach nicht ertragen. Und sie hatten sich das so vorgestellt. Breme. Und Eckball. Chancen haben sie genug. Diesmal Völler und Klinsmann. Vielleicht können wir uns damit trösten, dass Dänemark in Rumänien auch mit 1:0 geführt hat und dann 3:1 verlor. Southall spielt auf Zeit und wird soeben zum ersten Mal ermahnt.
Dorfner spielt mit Völler. Da haben wir den Waliser Trainer Terry Orbis. Der wird zufrieden sein. Reuter, nein, Möller. Und Hessler probiert's vom 16-Meter-Raum mit dem linken Fuß. Nicht sauber getroffen. Viertelstunde gespielt, Sie sehen es, 1:0 für Wales durch das Tor von Malcolm Allen. Es wird noch heftig diskutiert hier auf der Tribüne, ob Allen nicht faul gespielt hat, ob da nicht Reuter doch behindert worden ist, aber er hätte sich eigentlich nicht so überlaufen lassen dürfen. Da muss man konzentrierter, härter zur Sache gehen, wenn da geschoben und gestrampelt wird. Hessler, Vorsicht, Vorsicht. Reuter jetzt ganz dicht bei Allen. Lässt ihn nicht mehr aus den Augen. Klinsmann. Breme, seine Distanz. Da hinten stehen lange Kerls in der Abwehr. Mit hohen Bällen wird das sehr, sehr schwer sein, obwohl die Holländer in Wrexham im vorigen Monat 2 Kopfballtore erzielt haben. Und 2:1 gewannen, wie Sie wissen. Ja, und das sieht doch gar nicht schlecht aus. Also vor Allen und Saunders wird gewarnt. Möller rechts. Ist Völler ausgerückt und hier kommt Wittbarski. Maguire, der keine Gnade kennt. Weder mit Klinsmann noch mit Wittbarski. Ecke Nummer 3. Ecken sind einstudiert, mal kurz, mal lang, mal nah ans Tor, mal etwas weiter weg. Der geht ganz nach hinten. Und Nummer 4. Jürgen Klinsmann. Aber auch die Waliser werden von seiner Torgefährlichkeit gehört haben. Da ist er. Knapp drüber. Also 3, 4 dicke Chancen hatte die deutsche Mannschaft schon. Wiederholung.
Auch dünn drüber. Hintermann, Hintermann. Wieder Hässler drüben. Fitbarski wechselt die Seite. Und da haben wir wieder Allen. Klinsmann nimmt Dorfner mit. Ja, hat er richtig gemacht, aber da war dann doch noch ein Bein dazwischen. Man muss auch mal schießen da aus 20 Meter, gar keine Frage. Ilgner, dem diese Panne noch ins Gesicht geschrieben steht. Nicht seine Panne, sondern die von Reuter da drüben auf der anderen Seite. Die Waliser bilden schon an der Mittellinie eine Kette und erwarten den Angriff der deutschen Mannschaft. Das wird sehr schwer werden, sich da immer wieder durchzukämpfen. Ecke. Das wäre die fünfte. Drüben bei Hässler findet das statt. Hier haben wir Rudi Völler. Ah, sie wollen alle, sie wollen alle. Und es sieht auch gar nicht schlecht aus, aber so ein Ding darf halt nicht passieren, wie das 0:1. Dann geht die Stimmung flöten. Das könnte, ja, ist es, Maguire sein, wollte ich sagen. Der Mann mit der 11 aus Portsmouth, der sich da verletzt hat. Die Waliser sind ja im Neuaufbau mit ihrer Mannschaft. Sie haben doch sehr enttäuscht im Verlaufe der Weltmeisterschaftsqualifikation. Und der Fußball hat es ja gar nicht so leicht in Wales. Er kämpft einen einsamen Kampf gegen die Volkssportart Nummer 1, nämlich Rugby. Und für die wäre das natürlich ein Festessen, mit einem Sieg aus Köln abzureisen und der deutschen Mannschaft auch noch die Tour vermasselt zu haben. Herr Vautrot schaut auf die Uhr, um Zeit zuzugeben. Dann, wenn es soweit ist, mit der Halbzeit. Stefan Reuter jetzt hier ganz drüben. Er verfolgt Malcolm Allen, den Siebener. Das hat ihn doch wohl ganz schön geschockt, was da passiert ist nach 10 Minuten. Brehme. Ja, und Klinsmann. Also die deutsche Mannschaft hat eindeutig mehr vom Spiel. Franz Beckenbauer, den wir hier sehen, sprach ja davon, dass er die
technisch beste Mannschaft seit 84 zur Verfügung habe, aber jetzt müssen halt mal Tore fallen. Die ganze Technik hilft uns nicht weiter. In 43 Qualifikationsspielen hat die deutsche Mannschaft nur einmal verloren, nämlich 1985 mit 0-1 gegen Portugal. Und gegen Wales gab es bislang eigentlich nur Siege, nämlich 3 und 4 Unentschieden. Schön gemacht von Möller, sehr wunderbar gemacht, sehr schön. Und Hässler, nimm den anderen Fuß, Junge. Ja, immer noch. Und das sah aus wie Hand. Das sah aus wie Hand. Aber wenn ich das richtig erkenne, gibt Michel Vautreau Eckball. Können wir es nochmal erkennen. Also die Flanke. Und da fällt ein Verteidiger in den Ball. Aber das war wirklich aus dieser Perspektive nicht gut zu erkennen. Augenthaler. Und Tor! Ja, sehr schön. Das war erstens sehr schön gemacht von Klaus Augenthaler und zweitens wunderbar vollendet von Rudi Völler. Die Ecke von Möller. Dann kommt Augenthaler hoch zum Kopfball und herrlich in die Ecke geschnibbelt hat Rudi Völler den Ball zum 1:1. Das sehen wir nochmal aus einer völlig anderen Perspektive. Hoch geht Augenthaler und flupp, da ist er drin. 25 Minuten gespielt. Spielstand 1:1. Ganz wichtig dieses Tor. Ganz, ganz wichtig. Na, jetzt atmen wir wieder mal durch. Und auch Franz Beckenbauer tut das mit Sicherheit. Jetzt kann man wieder etwas lockerer zu Werke gehen. Ja, mein Freund Mark Hazelwood, den habe ich in dunkler Erinnerung aus dem 0:0-Spiel in Cardiff. Der kennt weder Verwandte noch Bekannte. Wer nicht schnell genug auf die Bäume kommt, der kriegt sein Fett ab. Stefan Reuter kämpft und will das wieder gut machen, was ihm da passiert ist. Erfreulich zu sehen. Und Andreas Möller, der mir gut gefällt. Sehr fleißig, häufig am Ball, verteilt das Spiel sehr geschickt. Jetzt auf Breme. Jawohl, am besten nochmal wechseln. Hässler, rechts geht Möller, spielen. Durch die Beine. Ah, spiel ihn doch nach innen. Ja, und mach mal Klinsmann auf Southall. Herr Steyer, der große, kräftige Mann, genau im richtigen Eck. Aber die deutsche Mannschaft hat sich gefangen, das ist gut. Und sie macht Dampf. Bin gespannt, wie lange die Waliser das mithalten. Ball im Aus, zeigt der Linienrichter an.
Wieder Saunders. Hazelwood. Hier drüben wird Phillips angespielt. Mit der 2. Saunders. Und Brehme. Und alle raus am besten. Alle deutschen Spieler raus, raus aus der Abwehr. Nicht einschnüren lassen. Nicholas. Ja, da sind sie wieder. Menschenskinder. Was ist denn da hinten los? Das war ein Kopfball von Mark Hughes. Da haben wir ihn. Also solche Schnitzer dürfen natürlich nicht am laufenden Band passieren, dann geht das schief. Wittbarski und Klinsmann. Ah, das ist ein ausgebuffter Junge, dieser Neville Southall. Aber vielleicht wird er sich gleich doch mal mit Herrn Vautrot auseinandersetzen müssen, denn er hält eindeutig den Ball zu lang. Also immer wenn die Waliser angreifen, beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Irgendwie ist die Abwehr nicht richtig auf diese Angreifer eingestellt. Guck mal, Augenthaler schimpft mit Recht. Und Hässler. Also raus da hinten, dass da wieder Luft kommt. Saunders. Und abseits. Ja, das war Youth da drüben. Ah, er hat es anders gesehen, ist klar. Wittbarski. Brehme. Hässler. Das ist schön. Jawohl. Frech wie Oscar. Sehr schön gemacht. Aus der Luft gleich geschossen. Und damit hat er ja auch schon oft Erfolg gehabt. Jetzt ist wieder so ein unbelehrbarer, während wir hier die Zeitlupe sehen, mit Raketen unterwegs. Es ist einfach nicht zu glauben. Lernen denn die Menschen nichts dazu? Man liest doch nun pausenlos von drakonischen Strafen, die Vereinsmannschaften aufgebrummt bekommen. 200.000 Mark, 100.000 Dollar. Es knallt nur so und Spiele gehen verloren. Spiele werden abgebrochen. Was soll dieser Unfug? Eckball, der erste für Wales.
alles staunt, aber offenbar hat der Schiedsrichter es besser gesehen. Nicholas. Saunders. Der ist gefährlich, der Junge. Das war wirklich nur Zentimeter dran vorbei am Pfosten. Kriegen wir vielleicht noch mal zu sehen. Also, passt mir auf den Neuner auf. Sehen wir noch mal hier. Haarscharf. Haarscharf. Und Ilkner wäre wahrscheinlich nicht hingekommen. Der Ball drehte sich hinein in Richtung Torwinkel. Also, die Abwehr lässt zu wünschen übrig. Barski gegen Maguire. Und jetzt hilft ihm Brehme. Den hat Michel Vautreau im Aus gesehen. Es gibt Eckball. Wir haben 7 gezählt. Littbarski. Reuter, Mutterseelen allein mit Saunders. Hughes. Da ist keiner. Franz Beckenbauer versucht, seine Mannschaft anzutreiben. Aber man weiß ja, dass die Spieler das meiste nicht mitkriegen, was der Trainer von draußen reinbrüllt. Schön gemacht von Klinsmann und Brehm. Ah, schade. Völler war da. Schade, schade. Und der liegt verletzt am Boden. Völler hat auch noch was abgekriegt, wie man sieht. Southall. Wiederholung. Da war noch einer dazwischen. Southall, Völler und ein dritter Mann. Ich tippe auf Bone. Sehen wir nochmal. Nein, es war Melville. Bei Völler geht es weiter und sicher auch bei Southall, der noch ein bisschen benommen wirkt. ...31 Jahre alt, um die 1,90 groß, mehr als 2 Zentner wird er haben. Maurer von Beruf. Früher mal. Ja, dann pfeifen. Ja. War schon okay. Das war nicht bösartig, aber... Da hat sich Guido Buchwald doch mit den Armen Platz verschafft. Das ist schon okay. Sehen wir nochmal hier. Ja, so geht das nicht. An den Hinterkopf von Mark Youth. Das tut erstens weh und bringt den Gegenspieler meistens um die Chance, an den Ball zu kommen. Da gibt es gar nichts zu pfeifen, außer für den Schiedsrichter. Ja, der Betreuer lässt sich Zeit, aber das ist ja nun auch kein Grund, sich künstlich aufzuregen. Das wird schon alles.
Aha. Die Polizei im Einsatz. Da hat es wohl drüben ein paar Handgreiflichkeiten gegeben. Davon kriegen wir aber hier nichts mit. Wir können das auch nur so erkennen wie Sie daheim am Bildschirm. Nicht so lasch. Dorfner, das ist doch viel zu risikoreich. Jetzt ist die Meckerei in vollem Gang und jetzt wird es gleich eine gelbe Karte geben. Peter Nicholas legt sich den Ball zurecht. Franz Beckenbauer sieht es mit bedenklicher Miene. Ja, 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 da war schon wieder Saunders. Augenthaler. Lipparski. Im Moment ist wenig Linie drin im Spiel. Jetzt muss wieder mal welche rein. Gelassener Aufbau. Spiel den Ball schnell. Au! Oh, das war Clayton Blackmer. Au, 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 au. Jetzt will auch Augenthaler keine Versöhnung. Das kann ich mir denken. Und da hat er gelb. Blackmore von Manchester United. Au, 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 das sehe ich gar nicht gern. Nicht nochmal. Da kann das Bein gebrochen sein, wenn man Pech hat. Und dem sollte man sagen, dem guten Mann, noch einmal, dann bist du draußen. Wenn du dir sowas nochmal leistest, wahrscheinlich wird es dann sowieso der Fall sein. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Und da kann mir auch Herr Jorloff als Trainer 100-mal erzählen, er will ein Spiel von Blut und Donner sehen. Und das kann noch so jucksig gemeint sein. Das ist negativ für den Fußball und hat mit Spielen, hier ist er, überhaupt nichts zu tun. Das war in Cardiff schon so, beim 0:0. Und solche Szenen wie diese heute hier, die gehören nicht in ein Fußballspiel. Stand er wieder richtig. Neville Southall und drüben hat auch der Linienrichter die Fahne hoch. Und Herr Vautrot reagiert abseits. Hier sehen wir es. Breme. Na, also ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob das abseits war. Könnte natürlich sein, gleiche Höhe, gerade so. Noch 3 Minuten bis zur Pause, 1:1. Und jetzt hat einer gemeckert. Jawohl, Freistoß. Das war Nicholas. Und Herr Vautrot stand direkt daneben. Schön gespielt von Hessler auf Breme und er hält sich zurück. Ja, ja, das war keine Absicht. Nix, nix, alles okay. Er entschuldigt sich, das war wirklich ein ungewollter Rempler. Augenthaler, immer noch behindert. Oh, jetzt droht er. Malcolm Allen und der grinst. Aber wenn Augenthaler klug ist, dann versucht er, seinen berechtigten Zorn und auch seinen Schmerz zu unterdrücken, denn jetzt im Revanchefall bringt gar nichts. Klinsmann. Links läuft Völler. Muss er alleine probieren. Ja, tut er auch. Oh, da waren sie zu zweit da, nämlich Hazelwood und Melville. Buchwald mit Möller. Ah, Missverständnis zwischen Dorfner und Hessler. Jetzt geht es andersrum. Das muss doch wirklich nicht sein. Das war Dorfner, wenn ich das richtig gesehen habe.
macht sich selber unglücklich. Ja, durch diese vielen Unterbrechungen wird das Spiel natürlich in seinem Fluss gestört. Und alles, was wir so schön fanden während der ersten 20 Minuten, ist jetzt erstmal dahin. 1:1. Kurz vor der Halbzeit. Das ist Philips. Höchste Eisenbahn wieder. Und Ecke, jawohl. Hätte ich auch so gesehen. Völlig klar. Ich weiß nicht, warum Möller da den Ball hat ins Ausgehen lassen. Wieder Nicholas. Das fehlte noch. Jetzt das 2:1 für die anderen. Ja, ja, da sind sie. Ah. Ich habe nasse Hände. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht daheim. So, wir sehen es hier oben eingeblendet, die normale Spielzeit ist überschritten, aber es hat ja auch einige längerwierige Unterbrechungen gegeben. So müssen wir uns noch etwas gedulden. Kessler. Buchwald ist ziemlich offensiv. Das ist gefährlich. Und zurück. Und zurück. Marsch, marsch. Wieder Buchwald gegen Jus und jetzt kriegt er gelb. Ja, das ist zu unkontrolliert. Also, und schön ist es auch nicht. Guido Buchwald wirkt heute auf mich sehr schwerfällig. Einer Zufallsschlag, vielleicht treffe ich auch den Ball. Achtung. Achtung, Saunders. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich sag's ja. Also, Saunders hat viel zu viel Raum und ich finde, Andy Brehme, der sicherlich lobenswerterweise oft nach vorne stößt, muss aber auch rechtzeitig wieder zurück sein. Und Buchwald ist zu offensiv. Das Ganze wackelt da hinten zu sehr. Das kann böse ins Auge gehen. Nicholas, der alle Ecken hereingibt. Freistoß, immer noch nicht Halbzeit. Die Waliser haben sich stabilisiert, wie ich finde. In der Abwehr kümmern sich wechselweise Melville und Hazelwood um Völler oder Klinsmann.
im Moment wieder Melville bei Klinsmann. Und jetzt pfeift der Halbzeit, Schiedsrichter Vautrot. Bin gespannt, ob Franz Beckenbauer es schafft, die Mannschaft wieder zu festigen und ihr etwas schärferen Zug zu bringen. Am Spielfeldrand ist Rolf Töpperwien und er hat Holger Osig am Mikrofon. Ja, Holger Osig, Sie kommen aus der Kabine. Wie war es denn? Herrscht Sprachlosigkeit oder hat Franz Beckenbauer die Mannschaft noch mal so richtig motiviert? Nein, nein, die Stimmung ist schon noch relativ gelassen. Wir wissen, dass die zweite Halbzeit noch 45 Minuten lang die Möglichkeit bietet, das Spiel umzubiegen. Und wenn wir jetzt in Hektik verfallen, das wäre mit Sicherheit der größte Fehler, den wir machen könnten. Leider sind wir gezwungen, eine Auswechslung vorzunehmen. Der Klaus Augenthaler ist bei dem Foul doch schwerer verletzt worden, als wir uns das vorgestellt haben. Und er wird jetzt durch Alois Reinhardt ersetzt. Ich hatte den Eindruck, dass Andreas Brehme zu offensiv war. Der Sounders hatte zu viel Bewegungsspielraum. Nichts gegen Risiko, aber hinten hat es ja nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, die Abwehrschwächen sind darauf zurückzuführen, dass wir im Mittelfeld nicht ganz so gut organisiert waren. Und nach dem Angriffsschwung der ersten 25 Minuten hat sich dann ein kleiner Bruch ergeben. Es wurde außerdem wieder zu sehr durch die Mitte gespielt, also das, was wir nicht haben wollten. Und wir wollen jetzt versuchen, eben durch die disziplinierte Spielweise mehr über die Außenpositionen, die wieder unter Druck zu setzen und dann eben unsere Chancen noch zu verwerten. Die Position des Libros ist also neu besetzt. Wie lange warten Sie zusammen mit Franz Beckenbauer, um im Angriff auszutauschen? Wie lange warten Sie noch? Ja, wir können ja nicht zu früh damit anfangen, denn wenn jetzt noch einer kurzfristig verletzt wird, der ein oder andere Spieler ist noch angeschlagen, wir müssen mal abwarten, wie es sich entwickelt, dann haben wir nachher nur noch 10 Spieler auf dem Platz. Deswegen können wir zu früh noch nicht reagieren. Niedergeschlagenheit ist also bisher kein Thema? Absolut nicht. Schönen Dank, ich gebe ab an Dieter Kürten. Also da haben wir den neuen Mann. Nämlich mit der 14 Alois Reinhardt von Bayer Leverkusen, der sein zweites Länderspiel macht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das da hinten in der Abwehr gelöst wird mit der Libero-Position. Hier haben wir die beiden Außenministerkollegen Hans-Dietrich Genscher und der Brite Douglas Hurd, der heute in Köln und morgen in Berlin ist, um sich dort die Geschehnisse aus nächster Nähe anzuschauen. Die beiden, also zumindest einer von beiden, hofft wie wir auf gute 45 Minuten der zweiten Halbzeit für die deutsche Mannschaft. Denn es ist ja nun allen sonnenklar, mit diesem 1:1 ist ein Weiterkommen zur Fußballweltmeisterschaft ausgeschlossen. Dann gehen die Dänen statt der Deutschen. Rudi Völler hat eine abgekriegt. Schmerzverzerrtes Gesicht. Und Franz Beckenbauer grimmig. Ich kann ihn verstehen. Dorfner. Klinsmann. Hässler. Die deutsche Mannschaft versucht, gleich zum Auftakt wieder Tempo zu machen. Das muss sie auch. Sie hatte sich nämlich das Spiel der Waliser aufzwingen lassen mittlerweile. Also Alois Reinhardt, letzter Mann, immer noch. Buchwald weiterhin bei Mark Youth. Baski. Hässler! Ja, das war er. Und Franz Beckenbauer. Ja, da fällt ihm ein Stein vom Herzen. Das kann ich mir vorstellen. Wunderschön gemacht von den beiden Kölnern. Litbarski, der sich durchsetzt da drüben. Hier sehen wir es. Dann kommt eine saubere Flanke. Und die landet nach Kopfballabwehr. Halbherzig. Durch die Waliser im unteren Eck und keine Chance für Neville Southall.
Nochmal, wunderschön zu sehen. Das war Melville, der da noch mit der Stirn rankam. Und Thomas Hässler nagelt ihn hinein. Das erste Tor in der Nationalmannschaft für den kleinen Kölner. Das wird ihm Auftrieb geben, auch für sein Spiel in der Vereinsmannschaft beim 1. FC Köln. Und Rudi hat es wieder erwischt. Guckt sie das an, sagt er zum Schiedsrichter. Schauen Sie sich meine Schienbeine an. Das kann man von hier aus sehen. Blaue Bohnen sind nichts dagegen. So, und jetzt heißt es für die deutsche Mannschaft nicht nachgeben. Jetzt muss sie dranbleiben und muss versuchen, das Spiel im Griff zu behalten. Sie hat es während der ersten 25 Minuten hervorragend verstanden. Dann hing sie etwas daneben und jetzt hat sie gleich zum Auftakt der zweiten Halbzeit die Sache wieder geritzt. Jawohl, sehr schön übernommen von Möller. Und Blackmore hat er versucht, ihm ein Bein zu stellen. Drüben ist Hässler, die Seiten gewechselt. Jetzt ziehen sie das Spiel sehr geschickt auseinander. Jawohl, und jetzt schwimmen die Waliser, Abwehrspieler. So ist das eben, wenn man in Druck gerät, wenn man seine Sicherheit verliert und wenn die anderen Tempo machen, wenn sie rochieren, wenn sie die Seiten wechseln, und schnell spielen. 2:1, das lässt sich erstmal sehen. Mit Barski. Und Klinsmann probiert's. Also sofort sind die 60.000 wieder wach, das ist klar. Eine Zeit lang sah man hier nur betretene Minen. Wie die von Terry Yorth. Und der kleine Hässler dazwischen. Jetzt wird er wahrscheinlich umgesäbelt. Achtung. Und Möller. Den holen wir in Junkersdorf, den Ball. Gegen Fackeln auf der Tribüne haben wir nichts. Und offenbar haben sie auch den Raketenschützen in die Zange genommen. Es herrscht Ruhe. Foul von Buchwald an Mark Youth. Alle Mann hinten. Völlig klar, sie dürfen die Waliser nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch jetzt nicht. Herr Boutreau holt sich da jemanden heran. Wer kann das sein? Mark Hughes. Also der ist gleich fällig, da bin ich ziemlich sicher. Er meckert in einer Tour. Und lange guckt sich das Michel Boutreau sicher nicht mehr an. Also Freistoß.
Auch Klinsmann in der eigenen Abwehr, Sie sehen es. Nicht so lasch. Konzentriert bleiben. Saunders, der Breme immer wieder von der Fahne geht. Versucht es auf alle mögliche Weise. Jetzt muss Möller sich um ihn kümmern. Das haben sie in der ersten Halbzeit nämlich nicht verstanden. Wenn Breme oder auch Buchwald offensiv wurden, haben die Mannschaftskameraden in der Abwehr die gegnerischen Stürmer nicht rechtzeitig übernommen. Alles zu. Sehr gut gedeckt, die deutschen Spieler. Jetzt hat Klinsmann eine gefangen. Aber der ist Kummer gewöhnt. Zwei Mann bei ihm. Oh, jetzt sind sie ganz schön durcheinander in der Waliser Abwehr, das sieht man. Und das kommt nur dadurch, dass sie den Druck aushalten müssen. Oh, 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 oh. Auf den Minister Blüm, der ja ein sehr sportverbundener Mann ist, wie man weiß. Also doch eine ganze Menge Prominenz auf der Tribüne. Paul. Die beiden werden sich noch eine halbe Stunde lang in den Haaren liegen, Buchwald und Juf. Die Waliser lockern sich jetzt wieder etwas und greifen wieder in der deutschen Hälfte an. Das muss sich die deutsche Mannschaft vom Halse halten, denn dann gerät sie selber wieder unter Druck. Reinhardt jetzt mit vorn, sehr offensiv. Kessler drüben. Möller. Mit Barski. Dorfner war dazwischen. Sie wollen, man merkt's. Aber sie dürfen nicht zu häufig durch die Mitte. Sie müssen das Spiel über die Flügel weiterhin pflegen. Hessler gefällt mir heute sehr gut. Weiter nicht gepfiffen. Reinhardt. Mit Baski jetzt hier auf unserer Seite. Also sie wirbeln ganz schön umeinander. Rechts raus.
müsste Völler gehen. Da hinten ist zu viel Betrieb. Angreifen rechtzeitig, wenn es geht. Und Gegenzug mit Hässler. Rechts läuft Völler. Jetzt macht er es richtig. Jawohl, da muss er hin. Rausziehen das Spiel. Probiert er allein, ich bin sicher. Der hat lange Beine. Hazelwood. Breme. Dem hat es den Schuh runtergerupft. Hätte alleine versuchen sollen. Da liegt er noch. Hässler, Dybarski, die bei den Kölner heute ganz prima. Drüben geht Breme. Jawohl. Dorfner. Klinsmann. Ja, wollte er Freistoß haben, aber das hat Boutreau anders gesehen. Eine Stunde gespielt, 2:1 für Deutschland. Und die deutsche Mannschaft versucht, den Gegner rauszulocken aus der Defensive, aber das ist riskant. Das bessere, das erfolgreichere Spiel war bislang die totale Offensive. Sie hören es an den Pfiffen. Die Zuschauer wollen dieses Spiel auch wieder sehen. Und ist das leicht gesagt, das kostet Kraft. Aber ich denke, die Bundesligaspieler haben noch was drauf. Möller. Hässler. Sehr selbstbewusst. Und Buchwald. Jawohl, so macht man das. Sehr gut. Ach, da war er gerade weggelaufen, Völler. Schade. Sehr schöner Spielzug. Vorsicht.
Hier sehen wir Barry Horn, der Mann mit der Nummer 14 vom FC Southampton. Der wird gleich reingewechselt werden. Unsicherheit bei Bodo Egner. Unterdessen war dem aus. Also Horn, so eine Kategorie wie Hazelwood. Knochenhart. Mal sehen, wen Terry Yaw das rausnehmen wird. McGuire geht auf Nummer sicher und bringt seinen Torhüter in Schwierigkeiten. Jetzt müsste der Wechsel kommen. Die Nummer 3 geht raus, Mark Bowen. Bald 10. Länderspiel. Dorfner. Da sehen wir Klaus Augenthaler, den Libero, doch ziemlich schwer verletzt. Wenn es denn tatsächlich ein Innenbandriss ist. Eben haben wir gehört, es sei nur eine Zerrung, das wäre dann noch glimpflich für ihn. Und wir hoffen, dass es dabei bleibt. Andreas Möller gibt die 9. Ecke herein. Nee, das ist zu lang. Da hätte er sich noch etwas Zeit lassen sollen, Thomas Hessler, bis seine Mannschaftskameraden in Stellung gelaufen gewesen wären, aber er hat gehofft, dass einer startet. Sicher ist es immer noch nicht in der deutschen Abwehr. Dorfner hätte früher rausgehen müssen auf den linken Flügel. Dann hätte Littbarski eine bessere Gelegenheit gehabt, abzuspielen. Jetzt muss er es wieder alleine probieren. Und abgefälscht. Southall stand richtig. Zweikampf Buchwald Youth. Saunders. Reinhardt. Rudi Völler sieht man im Moment nicht so viel. Er wird natürlich auch sehr sorgfältig bewacht. Aber im Vergleich zur ersten Halbzeit, als er doch seine Chancen hatte, taucht er jetzt ein bisschen unter.
Im Moment zerbröselt das Ganze wieder etwas. Schade. Wir hatten große Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft ihre Fahrt behalten würde. Völler. Barski wirklich sehr stark, sehr emsig. Ein brandgefährlicher Mann. Und an dem muss man dranbleiben. Und wenn es Bremen nicht sein kann, weil er Offensivaufgaben übernimmt, dann muss es ein anderer tun. Es sah so aus, als habe Völler den Ball mit der Hand gespielt. Proteste der Waliser, aber es gibt Eckball, Nummer 10. Wir sehen hier, Melville arbeitet mit den Händen gegen Klinsmann und er kommt auch nicht ran. Hermann Neuberger, DFB-Präsident, mit großer Mehrheit bestätigt in seinem Amt vor einigen Wochen. Ja, muss man pfeifen. Das war Hässler gegen Saunders. Ruth ist böse, fühlt sich sehr hart attackiert, hat sich auch diesmal mit aller Gewalt durchgesetzt gegen Buchwald. Spricht Bände. Das ist noch nicht zu Hause, das Ding, wird er gesagt haben.
Und was da auf dem Spiele steht, ist ja wohl allen klar. Unabhängig von den 36.000 Mark, die jeder Spieler kriegt, wenn der Platz 2 erreicht wird, der ja langen wird für Italien. Wenn es bei diesem Ergebnis bleiben sollte. Während ich das sagte, mit dem zweiten Platz, höre ich, dass Holland gegen Finnland mit 3:0 führt und damit also seinen ersten Platz in der Gruppe 4 gesichert hätte. Also wollen wir noch ein bisschen bibbern. Für die deutsche Mannschaft Klinsmann. Hat er Pech gehabt. Melville. Horn. Und jetzt Hazelwood und wieder Saunders. Ilkner auf seinen Mannschaftskameraden, auf seinen Kölner Litbarski. Völler, Melville ist bei ihm. Hazelwood kümmert sich um Klinsmann unterdessen. Und Völler. Oh, Elfmeter würde ich pfeifen. Ja, muss er geben. Tut er auch. Ganz klar umgestoßen. Überhaupt keine Diskussion. Die Waliser meutern auch gar nicht. Also das war sonnenklar. Bin ich mal gespannt, wer das übernimmt. Litbarski, der Mannschaftskapitän, scheint mir tatkräftig genug. Da sehen wir die Szene nochmal. Southall versucht da noch den Schützen ein bisschen zu verunsichern. Der Ball lag wohl auch nicht ganz genau auf dem Elfmeterpunkt. Also das wäre dann doch schon sehr erleichternd jetzt für Litbarski. Drin ist er. Drin ist er nicht. Er kommt wieder raus. Jetzt ist er zur Ecke. Ist denn das zu glauben? Und unten sehe ich Franz Beckenbauer und Volker Osig, die völlig deprimiert diese Szene erlebt haben. Junge, 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 das wäre dann nun endgültig die Entscheidung gewesen. Hässler. Also das kann Neville Southall auch. Foul und zurück, nicht lange diskutieren, zurück, Allermann zurück. Die Waliser spielen jetzt völlig unbritisch, nämlich mit Libero. Melville hat diese Rolle übernommen. Und die deutsche Mannschaft muss den nächsten Eckball hinnehmen. Jetzt geht das große Zittern wieder los. 4 Eckbälle mittlerweile für Wales. Au, 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 der arme Bodo Ilkner, der nicht allzu viel zu tun bekommen hat und sich da einen abfriert im Tor.
dem wird jetzt Angst und Bange, da bin ich sicher. Möller, dann lass mal deinen Turbo kommen. Oh, schwer verletzt. Ja, mitten ins Gesicht getroffen. Jetzt fällt er um. Er konnte nicht mehr weitermachen. Das war ein unglücklicher Zusammenprall. Und auch McGuire reibt sich die Stirn. Er war wohl derjenige, mit dem er da zusammengeprallt ist, der Dortmunder. Oh, das sah böse aus. Und die Waliser wechseln. Die 15 kommt ins Spiel. Colin Pesco vom FC Sunderland. Und vom Platz geht der von mir und soeben beschriebene Libero Melville, Andy. Und wir sehen das Foul nochmal in Zeitlupe. Ob es denn nun wirklich ein echtes Foul war, weiß man nicht. Also eher doch ein unglücklicher Zusammenprall zwischen McGuire und Möller. Das Jochbein dick geschwollen, aber er macht weiter. Linienrichter zeigt Ball im Aus. Einwurf Wales. Und auch bei der deutschen Mannschaft bahnt sich eine Auswechslung an. Ich sehe mit der Nummer 15 Uwe Bein, der ja einen so fabelhaften Einstand hatte im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland. Und jetzt müssen wir mal gucken. Erst gibt es noch einen Eckball für Wales. Das halbe Dutzend ist jetzt voll. Wen denn Franz Beckenbauer rausnehmen wird, lassen wir erst die Ecke über uns ergehen. Ball im Aus. Ja, 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 da haben sie nicht aufgepasst da hinten. Da haben sie wieder nicht aufgepasst. Eckball Nummer 7. Und der Hecht im Karpfenteich ist und bleibt Saunders. Achtung, mit der Nummer 9, der Mann. Ulkner, das bringt erstmal wieder Ruhe. Drüben Littbarski. Völler wird wohl der Mann sein, der Platz machen muss für Uwe Bein. Nein, nicht Völler, sondern Möller. Der Zusammenprall hat ihn wohl doch stärker mitgenommen. Jawohl, jetzt sehen wir es auch, die Nummer 8. Jo, man sieht ihm an, er ist mitgenommen, hat gut gespielt, wird mit Beifall verabschiedet und Uwe Bein und alle erwarten natürlich vom Frankfurter, dass er an seine bravouröse Leistung anknüpft. Noch 8 Minuten, wenn es normal läuft. 2:1 immer noch für die deutsche Mannschaft und Uwe Bein zum ersten Mal am Ball. Rehme geht mit. Der Torschütze, Malcolm Allen, für die Waliser, Rehme, hin, ja. Oh, jetzt zittern wir alle hier, kann ich Ihnen sagen. Das wird Ihnen zu Hause nicht anders gehen. Das war der berühmte Barry Horn. Solche Szenen kennen wir von ihm. Freistoß Littbarski. Rehme. Den kann keiner, der ist viel zu lang.
nochmal Lipbarski und Hässler. Saunders jetzt am eigenen 16-Meter-Raum. Er macht ein ungeheuer starkes Spiel. Der Mann von Derby County. Da ist er. Sehr gut. Erinnert ein bisschen an Rostow. Und Marcel Reif sagt immer an Kevin Keegan. Von beiden hat er was. Und zwar nicht nur im Gesicht und auf dem Haupte, sondern in den Beinen. Pfiff, Foul, Malcolm Allen am Boden. Gelbe Karte für Stefan Reuter. Ja, das kann man durchaus so ahnden. Also jetzt Buchwaldgelb, Reutergelb. Handspiel wird reklamiert, Herr Vautreau stand in unmittelbarer Nähe, hätte er sehen müssen, wenn es denn so war. Klinsmann ganz hinten, er kämpft sich den Ball und Uwe Bein. Jawohl, und Lipbarski hier rechts läuft Hässler, sehr schön, hier rechts läuft Hässler. Völler. Ah, das wäre das der bessere Spielzug geworden, schade ist das. Egal, Ball zurück erkämpft. Jetzt aber wechseln. Jetzt aber wechseln. Noch 5 Minuten. 2:1 für Deutschland. Nee. Das war doch kein Abseits. Hat er auch nicht gepfiffen. Hat es gar nicht gesehen, dass sein Linienrichter die Fahne oben hat. Das war sauber. Immer noch Hässler frei am rechten Flügel. Sie kommen nicht da raus hinten aus der linken Ecke. Es ist er abseits, jawohl, das war okay, Völler deutlich im Abseits. Alles klar, sagt Rudi Völler zu Michel Vautreau. Ja, wird nachgespielt. Deutet Michel Vautreau an, hoffentlich nicht zu lange, werden sich die deutschen Spieler denken. 2:1, das langt für Italien. Jetzt wird da hinten wild gekämpft, das ist klar. Lipbarski bietet sich an. Nee, das bringt doch nichts, jetzt da auf Halten zu spielen. Wirklich wahr, mach doch so weiter, das lief doch gut. Ja, muss er pfeifen. Drei. Ja, das kann er nicht durchgehen lassen, Michel Vautreau. Er schaut auf die Uhr erneut und denkt, da hängen wir noch 20 Sekunden dran. Es wären nämlich jetzt noch 3 Minuten zu spielen, wenn es normal ginge. Gute Leistung heute von Michel Vautreau, muss man ihm bescheinigen. Und da sind sie. Das ist der neue Mann. Da sind sie. Oh, das war Colin Pescoe da am rechten Flügel. Und unser Herz rutscht in die Hose, sage ich Ihnen. Oh, oh, oh. So habe ich lange nicht mehr gezittert. Denn das werden Sie mir ja hoffentlich nicht verübeln, dass ich der deutschen Mannschaft den Sieg und die Reise nach Italien wünsche. Die Waliser haben nichts davon, wenn sie hier 2:2 spielen. Außer, dass sie eine gute Leistung geboten haben in Deutschland. Das hat er gern, Uwe Bein. Nee, hätte ihn nicht gepfiffen.
Aber abseits. Zwei Minuten. Ja, hat er richtig gesehen. Hat er richtig gesehen. Rudi Völler stand im Abseits. Er sollte jetzt mal rübergehen in die eigene Hälfte. Das ist in jedem Falle sicherer. Hand, ja, unabsichtlich an die Hand gesprungen, völlig klar. Noch eine Minute. Nee, spiel doch den Ball nach vorne, Rudi Völler. Was soll das denn? Jetzt doch nicht mehr knickern da. Kann man auch Handspiel geben? Hat er auch, jawohl. Sehr aufmerksam, Michel Vautreau, sehr aufmerksam. Normale Spielzeit noch 30 Sekunden. Franz Beckenbauer tritt unruhig von einem Bein auf das andere, ebenso wie Holger Osig. Oh, das sind bange Minuten. Foul, könnte man pfeifen, ja. Rudi Völler zu Boden gerissen. Aber es geht weiter. Normale Spielzeit ist um. Zuschauer pfeifen wollen natürlich, dass es 2:1 gesichert ist. Und geh mit, Rudi, jawohl. Und hoch. Und hoch. Jawohl. Und Klinsmann. Erst nochmal Einwurf. Alle rudern mit den Armen. Schluss, Schluss, Schluss. Und er pfeift ab. Jawohl, das ist es. 2:1. Oh, der Kaiser. Dem werden Wackersteine von der Seele und vom Herzen rollen. Jetzt die deutschen Spieler, müssen Sie sehen. Meine Güte, was wird da eine Nervenbelastung jetzt von Ihnen abfallen. 2:1 gewinnt also die deutsche Mannschaft. Thomas Hessler, der Torschütze zum 2:1. Rudi Völler hat das andere Tor geschossen. Und den Walisern muss man bescheinigen, dass sie hier eine wirklich gute Leistung geboten haben. Wenngleich das Übergewicht eindeutig auf Seiten der deutschen Mannschaft lag. 2:1, Italien wartet, zusammen mit den Holländern, die 3:0 gewonnen haben gegen Finnland, werden die deutschen Spieler im Juni in Italien antreten. Und ich bin sicher, dass Rolf Töpperwien jetzt dort unten Franz Beckenbauer ans Mikrofon bekommt. Ich gebe vorsichtshalber mal runter, damit wir ihn nicht verpassen. Rolf Töpperwien, bitte. Links, Dieter. Einschalten. Franz Beckenbauer wird wohl doch noch aufgehalten. Aber ich weiß, dass er nicht gerne stehen bleibt, wenngleich er jetzt, da ist er. Aber Frage, haben Sie sich den letzten Schritt nach Italien so schwer, so mühsam vorgestellt? Nein, sicherlich nicht. Wir haben es uns natürlich selbst ein bisschen schwer gemacht. Wir haben sehr gut angefangen, haben eine ganze Menge von Torschancen herausgespielt. Und dann sind wir in einen Konter gelaufen und dann plötzlich stand es 1:0 für den Gegner. Und dann die Nerven zu behalten, das Spiel weiterzumachen, glücklicherweise fiel dann der Ausgleich. Und dann vor allem kurz nach der Pause das 2:1. Aber wir haben es uns selbst schwer gemacht. Wir haben die Chancen nicht verwertet, der Elfmeter nicht reingebracht. Das hätte an und für sich schon die Entscheidung sein können. Also wir haben Spannung gehalten bis zum Schluss. Was ist in Ihnen vorgegangen, als das 0:1 fiel? Denn Sie haben ja Ihr Weitermachen davon abhängig gemacht, die Qualifikation zu schaffen. In einer solchen Situation denkt man nicht an seine persönliche Zukunft, sondern da denkt man an die Mannschaft. Und unser Ziel war, nach Italien zu kommen. Das haben wir geschafft. Letztlich vielleicht auch ein bisschen glücklich. Sie haben mit Uwe Bein noch einen neuen Mann gebracht. Das war sehr mutig zu dem Zeitpunkt. Ja gut, der Andi Möller war ziemlich ausgepowert. Er ist sehr viel gelaufen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Das war dann der Grund, warum ich den Uwe Bein gebracht habe. Holland hat 3:0 gewonnen gegen Finnland. Sie sind Gruppenzweiter geworden. Die Dänen bleiben zu Hause. Leider muss man eigentlich sagen, die Dänen wären eine Bereicherung gewesen. Natürlich nicht anstelle der Deutschen, versteht sich. Ja, auf jeden Fall. Es ist schade für die Dänen, denn sie haben nicht mehr eine hervorragende Mannschaft.
sondern auch ein ausgezeichnetes Publikum. Und es ist schade, dass sie in Italien fehlen. Werden Sie jetzt erstmal entspannen nach diesem Krimi? Bitte? Werden Sie nach diesem Krimi erstmal entspannen? Denn das war, wir haben Sie beobachtet, Sie waren ja sehr, sehr angespannt an der Bank. Ja, ich habe keine Zeit zum Entspannen. Danke, ich übergebe an Michael Palme. So. Hier habe ich den Schützen des wichtigen, überaus wichtigen Tores, Thomas Hessler und Andreas Brehme. Also wir haben hier draußen alle gezittert, nicht nur weil es so kalt war, war ein hartes Stück Arbeit. Ja, auf alle Fälle. Wir hatten wir uns zu weit hinten reindrängeln lassen, wo wir 2-1 geführt hatten, was gar nicht notwendig war, sondern wir hätten weiter das Spiel bestimmen müssen. Na gut, man muss auch sagen, Waliser haben nicht schlecht gespielt, aber ich bin überglücklich, dass wir es geschafft haben mit den 2-1 und mehr kann ich dazu nicht machen. Andreas Brehme, woran hat es denn gelegen, dass die deutsche Mannschaft sich so schwer getan hat? Ja, woran hat es gelegen? In erster Linie, wir haben zum Anfang gleich ein frühes Tor kassiert. Das hat mit Ausschlag gegeben. Das war ein klares Foulspiel an Stefan Reuter. Und dann muss man das erstmal aufholen. Und dann haben wir zum Glück vor der Halbzeit noch das 1-1 gemacht. Und dann gleich zum Glück nach der Halbzeit das 2-1. Und dann, das hätte nochmal Auftrieb geben müssen durch diesen Publikum, weil das war wirklich einmalig hier in Köln. Und, aber da haben wir uns zu weit zurückdrängen lassen, aber es ist nochmal gut gegangen. Wir haben uns vor dem Spiel kurz unterhalten und Sie waren sehr optimistisch. War nicht doch vielleicht ein bisschen zu viel Angst in der deutschen Mannschaft? Auch Angst kann man nicht sagen. Ich meine, wenn man gleich zum Anfang Tor kassiert, dann spielt die Angst schon ein bisschen mit. Aber ich meine, das haben wir ganz gut weggesteckt. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen, das ist wichtig. Thomas Hessler, wenn man so ein Tor schießt, ein so wichtiges Tor, was geht dann in einem vor? Denkt man dann während des Spiels schon dran, dass das die Entscheidung sein könnte? Nein, auf alle Fälle nicht. Es ist ein Tor momentan, wenn ich das im Spiel schieße wie jedes andere. Und da konzentriere ich mich weiter auf das Spiel. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, so ein wichtiges Tor werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben nicht mehr schießen. Das ist der Weg nach Italien gewesen. Ich danke Ihnen und herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Und ich gebe zurück zu Gerd Jauch. Günther Jauch. Heute der andere, ja.